Lego macht radikale Revolution, Revolution der Adventskalender. Es gibt jetzt nicht mehr nur Lego Star Wars, Lego City und Lego Friends. Nein, es gibt ab diesem Jahr 2019 auch einen Harry Potter Kalender. Und wir haben jetzt die ersten Infos zu dem Inhalt dieses Kalenders und wir haben auch das erste Bild dazu. So, es ist so, der Harry Potter Kalender wird dann ungefähr so September, Oktober rum erscheinen. Und da sind dann 24 Türchen drin, wo 24 einzelne Tüten drin sind, die man dann natürlich aufbauen kann. Meistens ist es auch so, da sind einzelne Figuren drin und kleinere Teile. Ich werde jetzt einiges über den Inhalt sagen. Das heißt, wenn du den Adventskalender gerne haben möchtest und nicht wissen willst, was da drin ist, dann solltest du dir das Folgende jetzt auf jeden Fall nicht angucken. Aber immerhin, du weißt Bescheid, worauf du dich freuen kannst. Er wird dann für 25 Euro erscheinen. So, du bist gewarnt. Wir gucken uns das Ganze jetzt mal an. Wir sehen hier den Kalender. Wir sehen auf der Frontverpackung Hermine, Harry Potter und Dumbledore. Harry Potter hat seinen Weihnachtspullover hier an, den er im ersten Teil anhat. Dann sehen wir hier im Hintergrund die große Halle, ein paar Geschenke, einen Weihnachtsbaum, einen Kamin, so ein Gryffindor-Banner. Sieht alles sehr cool aus. Jetzt könnte man ja vielleicht denken, da sind nur drei Minifiguren drin. Habe ich am Anfang auch gedacht. Aber es ist tatsächlich so, dass es noch mehr Minifiguren gibt. Lego scheint jetzt hier wohl die Marketingstrategie ein bisschen zu verändern. Denn jetzt kann man auf der Verpackung nicht mehr alles sehen. Früher konnte man eigentlich fast alle Figuren zumindest sehen. Und jetzt ist es so, dass es wahrscheinlich sieben Minifiguren gibt, was für 25 Euro echt top ist. Wir haben einmal natürlich Harry Potter, Hermine Granger und Albus Dumbledore. Und was wahrscheinlich noch dazu kommt, was wir jetzt natürlich noch nicht auf der Verpackung sehen, ist Ron Weasley, Professor McGonagall sowie Professor Flitwick und den Architekten von Hogwarts sowie Hedwig die Eule von Harry. Und als Bauteile wird dabei sein ein Mikro Hogwarts Express, ein baubarer Feuerplatz, wahrscheinlich dann der Kamin mit Weihnachtsdekoration, ein Tisch der großen Halle mit natürlich dem ganzen Krempel, der dazugehört, sowie eine Statue mit dem Wappen mit den vier Gründern von Hogwarts. Das hört sich super spannend an. Ich finde es klasse, dass Lego auf die Fans hört und endlich mal ein Adventskalender mehr rausbringt. Ich hoffe jetzt natürlich, dass diese Figuren teilweise noch exklusiv sind, so wie es früher bei den Star Wars-Kalendern der Fall gewesen ist. Und wenn nicht, finde ich es auch eine super Möglichkeit, nochmal einzeln an die Figuren ranzukommen. Falls du jetzt keine neuen Lego-News mehr zu diesem Kalender verpassen willst und natürlich auch zu allem anderen in der Lego-Welt, kannst du dir den kostenlosen WhatsApp-Brickletter holen. Da schicke ich dir sowas immer direkt zu. Was denkst du über den Kalender? Schreib mir deine Meinung gerne in die Kommentare. Bis dahin noch viel Spaß in der Lego-Welt und ciao.